Hello. Hello. Will you introduce yourself? Yes. Hello, I'm Ludwig Burs, a composer from The Artist. I'm from Frankreich. What does it mean to you to be here in Braunschweig? Well, it's just an honor to be invited by the organization, so it's just an honor for me. So I'm very excited. I'm playing in 20 minutes, so I have to concentrate myself to do my best on the piano tonight with my friend Ernst Van Til, who is the conductor, and we'll be so happy to be there. The orchestra is fantastic, organization, unbelievable. Ich bin froh, hier zu sein. Okay, say. Okay. Thank you so much. Yeah, yeah. Great. Bye-bye. Thank you. Perfect. Komponisten. Ja, wir freuen uns sehr, dass er hier ist und heute auch sogar selbst mitspielt. Und wir haben doch eine ganze Zeit um dieses Projekt gerungen und es ist immer was Besonderes, wenn man eine Erstaufführung hat, das ist klar. Wir sind ausverkauft heute Abend, wir haben schon Reihen hinzugestellt. Ich bin Martin Weller, bin Orchesterdirektor des Staatstheaters und das Staatsorchester als eine Einheit, Organisationseinheit des Staatstheaters, hat hier ein Sonderkonzert. Wir sind seit 11 Jahren im Rahmen des Filmfestes tätig. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung, auch mit der Stadthalle. Mit alle rücken zusammen und machen es auch finanziell möglich. Darüber freue ich mich sehr. Und für uns ist es natürlich was ganz Besonderes. Heute ein Oscar-Preisträger. Ja, ein Oscar-Preisträger, wunderbar. Wir haben den Vogel mal in der Hand gehabt, wiegt schwer. Nicht so ein Oscar und wir freuen uns wirklich ganz besonders, dass uns das heute Abend gelingt, dem Braunschweiger Publikum das zu präsentieren. Sehr interessant, spannend. Das ist ein total netter Mensch, der gute Geschichten erzählen kann. Und natürlich ist das eine Sensation fürs Filmfest Braunschweig. Der erste Oscar-Preisträger oder der zweite, ich weiß es nicht genau, aber der bringt seinen Oscar auch noch mit. Das ist doch fantastisch, unglaublich. Gespannt? Auf jeden Fall. Auch aus dem Grund, weil ich den Film verpasst habe und wirklich gerne eigentlich zuerst ins Kino gegangen wäre. Und das ist jetzt natürlich doch nochmal so ein Sahnehäubchen, dass man also das Ganze noch mit dem Live-Musik und mit dem Orchester verbinden kann. Ich habe den Film im Kino verpasst und jetzt versuche ich hier in die Musik einzusteigen. Heute Abend. Ist ein Ereignis, kann man auf jeden Fall mal wahrnehmen. Es ist ja immer schön, irgendwo hinzugehen und schöne Musik zu hören. Und dann, wenn es ausgezeichnet ist, ganz besonders. Dass es ein Oscar-Preisträger ist und dass er anwesend ist, das habe ich sehr wohl mitbekommen. Und den Film damals habe ich nicht gesehen, aber ich bin jetzt gespannt darauf, wie das so mit der Live-Musik dann kommt, klar. Also ich habe den Film schon gesehen, aber ich freue mich jetzt auf den Film und das Konzert. Und der Film, der war schon mal super. Und Volker, auch noch Hurra? Hurra! Ja, wir haben schon vor der Kamera gehabt. Total jetzt. Habt ihr ihn noch angefasst? Wir haben ihn angefasst. Geil. Geil. Ich werde mich niemals waschen. Ja. Daniel meinte, er wiegt 3,5 Kilo, ganz schön schwer, das Teil. Der Oscar? Nein, wir haben Ludwig Burs angefasst. Ich rede vom Oscar. Mann, der ist hier wichtiger. Der Oscar oder Ludwig Burs? Ludwig Burs natürlich.